Nord meets Masters. Welcher Verein nimmt den Pokal mit nach Hause? Darum ging es nämlich bei dieser Veranstaltung, welche die LG Nord vor 2 Jahren ins Leben gerufen hat. Wir sind heute da, weil wir im letzten Jahr den Pokal hier gewonnen haben und hoffen, mit unserem Team wieder eine gute Leistung zu bringen und den Pokal wieder mit nach Spandau zu nehmen. Weil ich einfach mal die 3000 Meter laufen wollte und weil mein Sportclub das ausrichtet. Ich bin kommissarischer Leistungssportwart des Berliner Leichtathletikverbands und möchte mich deswegen auch gerne informieren, wer so in Berlin bei welchen Wettkämpfen teilnimmt, welche Ergebnisse erzielt. Ergebnisse erzielen und zwar richtig gute, das war das Ziel aller teilnehmenden Vereine. Dennoch durfte nicht vergessen werden, der Spaß sollte natürlich an erster Stelle stehen, doch strengt man sich deshalb automatisch weniger an? Nein, überhaupt nicht. Da wir ohnehin das ganze Jahr über in richtigen Wettkämpfen sind, sind wir hier auch voller Elan und Energie dabei. Eigentlich bereitet man sich auf alles gleich an. Ich konnte mich dieses Jahr nicht so viel vorbereiten, aber es hat trotzdem Spaß gemacht und ich konnte doch gut laufen. Diese Veranstaltung wurde voll und ganz den Seniorinnen und Senioren der Altersklassen 30 bis 75 gewidmet. Denn schon lange sei es ein Problem, ein Team gleicher Altersklassen im höheren Alter zu finden. Das Teamwettkämpfe in der Leichtathletik bei Senioren immer in 10 Altersblöcken für Männer und Frauen getrennt organisiert werden. Und das ist aber für viele Vereine sehr schwer, in solch einem 10er-Block genug Senioren zusammenzubringen, um ein Team aufstellen zu können. In verschiedenen Disziplinen wie 100 Meter Sprint, Weit- und Hochsprung, Diskus, Kugelstoßen, Speerwurf, 3000 Meter Lauf und zu guter Letzt Staffellauf konnten insgesamt 7 Vereine ordentlich Punkte sammeln. Ja, als passionierter Hobbysportler war das heute für mich überraschend gut und hätte ich nicht erwartet, hat sehr viel Spaß gemacht, hat sich gut angefühlt. Hochsprung ist eine tolle Disziplin. Nachdem die Ergebnisse der Sportlerinnen und Sportler in den jeweiligen Disziplinen addiert wurden, stand fest, die LG Nord nimmt den Pokal mit nach Hause.